Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es das zweite Auspacken von Büchern. Das eigentliche Auspacken habe ich direkt hier jetzt vor dem Video gemacht, weil es vielleicht ein bisschen zu laut wäre für mein Mikrofon und ich wollte euch ersparen, dass ihr auf den Ohren vielleicht ein paar unangenehme Geräusche habt. Aber ich habe es wirklich direkt jetzt gerade davor ausgepackt und möchte euch die Bücher jetzt vorstellen. Los geht es mit zwei wunderschönen Büchern von Edition Pastorplatz. Die sind wirklich bezaubernd, also vielen Dank an den Verlag. Das ist einmal die Pia Pinselohr, ein Buch für Kinder von 5 bis 7 Jahren. Und ich lese euch am besten mal den Klappentext vor, denn ganz genau worum es geht, weiß ich auch noch nicht. Das werde ich euch dann in dem Buchtipp beim nächsten Mal erzählen. Das kleine Pinselohrschwein Pia lebt mit seinen Freunden Eddie, dem Erdmännchen, und Alfred, dem Alpaka, im Zoo. Dort ist es behaglich und auch gar nicht langweilig. Zankereien mit den anderen Tieren und der liebe Tierpfleger Theo sorgen für Unterhaltung. Doch Theo geht in Rente und sein Nachfolger entpuppt sich erst gar nicht nett. Er kümmert sich kaum um die Tiere und schimpft sie auch noch aus. Das kann so nicht weitergehen. Pia schmiedet zusammen mit Eddie und Alfred einen Plan und macht sich auf, den Zoo zu retten. Ob das gut geht? Ja, zum Vorlesen ab 5 Jahren und selber lesen ab 8 Jahren. Heißt also, die Schrift ist schon ein bisschen kleiner, das ist nicht mehr ganz für Leseanfänger geeignet, aber die Pia Pinselohr. Also ich bin mir sicher, es ist ein bezauberndes Kinderbuch. Beim nächsten Mal werde ich euch mehr erzählen. Wie gesagt, dann habe ich es durchgelesen. Ich persönlich bin großer Schweineliebhaber und habe auch schon so schöne Pinselohrschweine gesehen. Zum Beispiel im San Diego Zoo. Reizend, bezaubernd. Ich bin mir sicher, es ist wunderschön. Vielen Dank, Edition Pastorplatz. Und von dem tollen Verlag ist auch das zweite Buch, der Brückentroll. Mit diesem gar hübschen Troll hier, der gerade ganz verzüglich ein Kaffeetässchen zu sich nimmt. Und dem Brückenwärter. Ja, und ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Jeden Tag geht der Zugbrückenwärter seiner Arbeit nach, als er plötzlich unter seiner Zugbrücke einen schlafenden Brückentroll findet. Zuerst ist er erbost. Was hat der Brückentroll ausgerechnet unter seiner Brücke verloren? Aber nach und nach freunden sich der Brückentroll und der Zugbrückenwärter auch gegen den Widerstand der Stadtbewohner an. Eine Geschichte über Ausgrenzung, die Angst vor Fremden und wahre Freundschaft. Zum Lesen und Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren. Ja, und genau deshalb habe ich es auch geholt. Ich finde, Integration ist was ganz Wichtiges. Ich finde Ausgrenzen ganz schlimm. Und jeder von uns gerät da eventuell doch schneller mal rein, weil er irgendwelche Vorurteile im Kopf hat. Und außerdem finde ich es auch ganz toll gezeichnet. Die Buchrezension gibt es beim nächsten Mal. Vielen Dank, Edition Pastorplatz, auch für dieses tolle Buch. Ich freue mich, sieht schön aus und ich erzähle euch beim nächsten Mal mehr. Dann von einem ganz kleinen Verlag, dem Neisufer Verlag, habe ich angefragt die Tati und den Paul und reizenderweise auch bekommen. Das ist also ein Buch, da geht es um die fantastischen Abenteuer einer Elfe. Und das ist ein Buch für Kinder von 8 bis 10 Jahren, die schon selber lesen können. Ist auch so ein bisschen größere Schrift als bei uns, aber ist nicht für Leseanfänger geeignet. Und ich lese euch auch hier mal den Klappentext vor. Tati, der das Leben als Elfe so gar nicht gefällt, spürt schon früh den Wunsch, die Menschenwelt kennenzulernen. Trotz ihrer Freunde, dem Zwerg Mox und dem Steinwesen Gluck, entschließt sich zum Ältestenrat der alten Elfenstadt Vinlanda zu gehen, und ihren Herzenswunsch vorzutragen. Ihrem Wunsch wird entsprochen und Tati bekommt die Aufgabe, dem Menschenkind Paul zu helfen, der sich seit seinem Umzug von Norddeutschland nach Sachsen sehr einsam fühlt. Fortan stellt Tati Pauls Leben auf den Kopf. Mit ihren lustigen Einfällen hilft sie ihm, seine Ängste zu überwinden und neue Freunde zu finden. Dabei erleben sie viele große und kleine Abenteuer und entdecken eine große Umweltsauerei. Gemeinsam mit Pauls neuen Freunden verfolgen sie eine mysteriöse Spur. Ja, und genau deshalb bin ich auch übrigens drauf gekommen. Ich bin ja selbst aus Sachsen, bin geboren in Dresden. Und ja, dann kam ich irgendwie über die sozialen Medien auf diesen Verlag. Finde es schön, weil umziehen, woanders neue Freunde finden,
Das ist für viele Kinder ein wichtiges Thema. Oder auch wenn es einfach der Wechsel der Schule ist, weil man vielleicht innerhalb der Stadt umzieht oder weil man vom Kindergarten in die Schule wechselt und nicht alle Freunde mitkommen. Ich habe das erlebt. Ich denke, ich habe es ganz gut gemeistert, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es für mich sehr irritierend war, als aus dem Kindergarten in die Schule niemand dabei war. Und die Umwelt liegt mir auch sehr am Herzen, deshalb habe ich das Buch ausgewählt. Freue mich sehr schon, das durchzulesen und werde euch dann beim nächsten Mal sagen, was ich genau davon halte und ein bisschen mehr auch, worum es geht. Also vielen Dank an den Neisufer Verlag. Geschrieben ist es übrigens von Natascha Sturm und die Illustrationen sind von Juliane Wiedlich. Das nächste ist ein Buch vom Arena Verlag. Die supergeheime Pfötchen Gang Band 4. Ich liebe Tiere, ich liebe Umwelt, deshalb werdet ihr bei mir immer einen stärkeren Fokus auf diese Themen finden. Aber immer wenn es um moralische Dinge geht und es sind nur Kinder dabei, dann nehme ich die natürlich auch. Ich habe nichts gegen Kinder, aber ich mag sehr, sehr Tiergeschichten, weil ich finde, daran kann man so schön Dinge übertragen, ohne dass sich Kinder angegriffen fühlen, Menschen angegriffen fühlen. Ja, und die supergeheime Pfötchengänge ist also für Kinder von 7 bis 9 Jahren. Arena Verlag habe ich schon gesagt. Der Fall heißt diesmal das knifflige Krötenduell. Und ich lese euch auch hier den Klappentext vor. Die supergeheime Pfötchengang löst jeden Fall. Was ist nur mit Fräulein Adele los? Ständig ist die Chamäleondame in Eile und tischt eine Ausrede nach der anderen auf, warum sie an den Treffen mit ihren Freunden von der Pfötchengang nicht teilnehmen kann. Ob die beiden Frösche vom Gartenteich gegenüber etwas damit zu tun haben? Und warum hat Fräulein Adele neuerdings kleine Spielwürfel in ihrer Handtasche dabei, um die sie ein riesengroßes Geheimnis macht? Ja. Ich finde, das klingt nach einem schönen Abenteuer. Ich bin auch ein großer Nager-Fan. Hier sieht es mir so aus, als ob es da auch kleine Nager gibt. Und ach ja, ich freue mich schon sehr drauf zu lesen. Und es ist also ein Buch, bei dem man auch wieder Antolin-Punkte sammeln kann. Ist also immer gut fürs Leseverständnis. Da können dann die Kinder ihr Leseverständnis überprüfen, haben ein bisschen Spaß dran, hat einen Spielecharakter. Ein neuer Fall für Batti Knolle und Co. Ich freue mich. Vielen Dank, Arena, fürs Zusenden. Beim nächsten Mal erfahrt ihr mehr. So, dann habe ich ein Buch vom Tulipan Verlag bekommen. Wie bestellt und gewünscht. 4 fahren ans Meer. Von der Birgit Schössow. Das ist ein Buch für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Ihr seht auch hier wieder einige Tiere und ein Mädchen. Ich lese euch vor, was auf dem Klappentext steht. Ein Mädchen, ein Bär, eine Giraffe und ein Hund. Wohin soll es gehen? Ans Meer. Wenn nur die lange Autofahrt nicht wäre. Karte veraltet, Autopanne, Giraffe wird schlecht, Stau auf der Autobahn und am Ende sehen die 4 das Meer vor lauter Bäumen nicht. Oder doch? Ja, bin ich mal gespannt. Ich werde es bald rausfinden. Gibt es als Buchtipp nächstes Mal. Vielen Dank, Arena Verlag. Ich freue mich. Sieht nach einem sehr lustigen, vergnügten Buch aus. Und sowas mag ich. Weiter geht es mit Zeig mir die Sterne, Lotte. Das ist ein Buch von Oettinger 34, von der Iris Muhl geschrieben. Und die Billy Bock hat die Illustration gemacht. Vielen Dank, liebe Billy, dass ich das Buch mal ausleihen durfte. Ich habe die Billy hier in Berlin kennengelernt. Das ist eine ganz tolle, ganz liebenswerte Person, die auch wunderschöne Illustrationen macht. Und was mir bei ihr sehr gut gefällt, sie kann ihren Stil sehr stark variieren und hat dabei aber immer ganz viele schöne Einfälle. Und deshalb habe ich sie gebeten, mir 2 Bücher auszuleihen. Und sie war so lieb und hat das auch gemacht. Und das ist also das erste davon. Hier geht es um Kinder von 4 bis 6 Jahren und um Sternbilder. Und ich lese euch auch hier den Klappentext vor. Kennst du den kleinen Hund, Madame Cassiopeia, den Löwen? Oder den großen Bären? Stell dir vor, sie alle kannst du nachts am Sternenhimmel finden. Natürlich nur, wenn du mutig genug bist, durch die Wunderlupen zu schauen. Komm mit, Lotte zeigt sie dir. Ja, ist ein sehr schönes Buch. Beim nächsten Mal stelle ich euch es genauer vor. Und da ich auch sehr begeistert von Astrologie bin, also von den Sternen, fand ich das also auch besonders schön. Vielen Dank, liebe Billy.
Beim nächsten Mal stelle ich es genauer vor. Und dann gibt es da noch, auch von der lieben Billy illustriert, die flinken Füchse. Unser Bandenbuch mit vielen Geheimtipps vom Verlag Dressler. Die Anna Schindler hat es geschrieben, die Billy Bock, wie gesagt, illustriert. Das ist ein Buch für Kinder von 9 bis 11 Jahren. Richtet sich stärker natürlich an Mädchen, ist ja ein Mädchenbandenbuch. Und auch hier der Klappentext. Wir sind die flinken Füchse. Philippa, Luna, Igor, Nele, Carlotta, Elena und Noriko. Und das ergibt dann flinken sozusagen. Die flinken. Und dann haben sie also noch Füchse dazu gemacht, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt. Und das hier ist das beste Bandenbuch des Universums. Wenn du reinschaust, erzähle ich dir, wie das mit dem Streit mit Ina war und wie ich unser Maskottchen, das Katzenbaby Igor, gefunden habe. Als wir im Dunkeln in die Täuferhöhle geklettert sind, wurde es echt gefährlich. Gut, dass es Bandenregel Nummer 3 gibt. Die flinken Füchse halten immer zusammen. Ja, finde ich sehr schön. Ich hatte, als ich Kind war, war ich selber Bandenchefin. Es war eine gemischte Bande, da waren auch ganz viele Jungs. Und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Phase für Kinder, wo die viel lernen über das Miteinander. Und das ist also ein ganz schönes Buch, was ganz viele bunte Ideen, Rezepte, Gedanken hat, was man so machen kann. Aber genauer stelle ich es euch beim nächsten Mal vor. Ja, damit bin ich schon durch mit den Büchern. Ich hoffe, ihr seid neugierig. Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann mehr. Dann stelle ich sie alle einzeln vor. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, eure Nele. Tschüss!